bin anders. Doch was muss das nur so merken? Wann ist ja mal Schluss? Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meinem Bett durchs Internet. Das Fernsehsternchen Larissa war Connys neues Idol. Sie wollte unbedingt so werden wie sie. Du, Larissa, kannst du vielleicht mal nachfragen, ob auch eine Rolle für mich dabei ist? Mag ich gern. Aber ich denke mal, dünn und blond ist angesagt. Um ihrem Ziel näher zu kommen, hatte Conny den ganzen Tag nur Schlankheitspillen gegessen. Sie ist ohnmächtig. In der Videobotschaft zu den Anweisungen der Geldübernahme baute Saira einen Hinweis über die Entführer ein. Ich habe solche Sehnsucht nach meinem Kater Kilo ab. Eugen und Lilly gingen diesem Hinweis nach. Paulik. Dieser Hinweis führte die beiden zum Aufnahmeort der Videobotschaft. Ich glaub's nicht. Lilly, wir haben sie gefunden. Weil keine Polizei eingeschaltet werden durfte, wollten Eugen und Lilly Saira auf eigene Faust befreien. Wenn Saira diesen Paulik erkannt hat, ist sie in großer Gefahr. Da zählt jede Minute. Wenn die Erwachsenen nichts tun können, dann müssen wir halt was unternehmen. Also ich verstehe sie nicht. Wir wissen höchstwahrscheinlich, wo Saira festgehalten wird, aber sitzen hier untätig rum. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Herr Sieger nicht ans Telefon geht. Herr Dr. Stolberg, Saira sitzt höchstwahrscheinlich irgendwo da draußen und hat Todesangst. Hören Sie doch auf! Sie haben ja recht, aber mir sind die Hände gebunden. Oder wollen Sie die Verantwortung übernehmen, wenn dem Mädchen was passiert? Nein, natürlich nicht. Aber ich denke, dass Herr Sieger sich unter diesen Umständen ganz anders entscheiden und die Polizei einschalten würde. Sie haben doch gehört, was ich eben gesagt habe. Ja, aber wir können das Ganze sowieso nicht mehr lange geheim halten. Vorhin haben mich schon wieder zwei Schüler nach Saira gefragt. Tun Sie mir einen Gefallen. Holen Sie Eugen. Ich möchte nicht, dass der Junge noch auf dumme Gedanken kommt. Da drüben. Das muss es sein. Komm, da hinten. Oh, guck mal, die Fenster. Frau Seifert hat gesagt, du sollst dich nicht anstrengen. Ich bin wieder okay, keine Sorge. Und du hast wirklich keine mehr von diesen komischen Tabletten? Nein, du kannst dich beruhigen. Kannst du mal vielleicht kurz aufhören? Ich habe die Erholung verschrieben. Und ich lade dich ins Kino ein. Du, tut mir echt leid, aber ich habe schon was anderes vor. Ich treffe mich nachher noch kurz mit Larissa. Mann, von dieser blöden Tussi hast du doch die Tabletten. Und mit der wirst du dich auch noch treffen. Kannst du mal aufhören, ständig auf Larissa rumzuhacken? Entschuldigung, aber die geht mir mit ihrem Hi-Darling-Getue tierisch auf den Sack. Kannst du mal aufhören? Wegen dir musste ich mich schon zehnmal bei ihr entschuldigen. Ach, jetzt ist schon so weit, dass du dich wegen mir entschuldigen musst. Du bist total ungerecht, René. Sie möchte mir nämlich eine Rolle besorgen. So brauchst du sie doch nicht. Du kriegst Rollen, weil du gut bist. Beziehungen sind alles und sie kennt immer mehr Leute als du und ich. Das ist ja wunderschön. Dann kann ich ja jetzt gehen und viel Spaß mit deiner neuen Freundin. Saira. Hier. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ich hab keinen Hunger. Komm, du musst was essen. Jetzt probier's doch wenigstens mal. Ich hoffe, du magst Nudeln. Ich weiß, warum sie so freundlich sind. So? Ich hab gehört, wie sie mit dem anderen Mann geredet haben, wenn der das Geld hat, dann sollen sie mich umbringen.
Quatsch. Fried wird jetzt noch eine Fotosession mit dir machen, okay? Mhm. Audrey? Okay, dreh dich ein bisschen nach rechts. Hier noch ein bisschen. So, jetzt schau zu mir. Wie fandst du die Kandidatin heute, Fred? Ehrlich gesagt, ziemlich enttäuschend. Tatsächlich? Aber ist alles okay. Gibst du mir ein bisschen mehr Profil, bitte? Anderen sind sie so verdammt ähnlich. Die sehen aus wie geklont. Findest du? Ich hätte gerne mal ein ganz neues Gesicht vor der Kamera. Verdammt nochmal! Ich hab extra gesagt, Handys aus. Wie soll man dabei arbeiten? Ich mach das schon. Ja, bitte? Eine Conny Winkler will dich sprechen. Hallo? Larissa ist gerade in einem Fotoshooting. Okay, ruf später noch mal an, okay? Danke, Darling, du hast mich gerettet. War die nicht beim Casting? Mhm. Ist das eine Freundin von dir? Nee, nur ein Fan. Mist, ich habe hier keinen Empfang. Ich versuch's mal da drüben, okay? Warte, wenn er dich sieht. Aber wir müssen doch irgendjemand Bescheid sagen. Los ins Dorf. Nee, dafür haben wir jetzt auch keine Zeit. Du hast doch gehört, was der Ira gesagt hat. Aber was sollen wir denn machen? Der hat bestimmt eine Waffe. Und wir müssen der Ira irgendwie da rausholen. Zeig mal deine Tasche. Aber... das merkt er doch. Hier. Oder weißt du was Besseres? Was ist mit dem Typen? Ich halt Wache und du befreist der Ira. Kommt mal her, das müsst ihr euch mal ansehen. Das ist doch Saira. Was geht denn da ab? Saira ist schon seit 2 Tagen weg. Die belügen uns doch. Von wegen ihr Vater ist da. Oh mein Gott, ich glaub. Habt ihr Eugen gesehen? Was ist mit Saira? Saira ist entführt worden, oder? Warum sagen Sie denn nichts? Nina. Keiner weiß, wo Eugen steckt. Und Lilly ist auch verschwunden. Ja, so geht das nicht mehr weiter.
Verena, rufst du bitte so schnell wie möglich alle Schüler in der Mensa zusammen? Wir müssen euch etwas Wichtiges sagen. Fahren Sie jetzt bis zur nächsten Bushaltestelle. Wenn das Geld stimmt, bekommen Sie Ihre Tochter. Wir haben das Geld. Jetzt bist du dran. Wir müssen noch mal drüber reden. Komm zurück. Wir treffen uns wie vereinbart am Flughafen. Hey, du bist so ein reicher Mann. Und jetzt bring's zu Ende. Pass auf, wer kommt? Scheiße. Eingeschlafen. Kann ich mich nicht dazu kurz losbinden? Bitte tun Sie mir nichts. Halt den Mund. Wir machen das nur, weil der andere wollen das von Ihnen verlangen. Ich habe gesagt, du sollst den Mund halten. Wenn ich aussage, dass Sie mich anständig behandelt haben, kommen Sie bestimmt noch ganz gut bei weg. Ich weiß, dass Sie kein schlechter Mensch sind. Wir müssen jetzt endlich die Polizei informieren. Lilly und Eugen sind bestimmt zu dieser Hütte gefahren. Ich verstehe ja Ihre Bedenken wegen Herrn Sieger, aber für diese beiden haben wir die Verantwortung. Bitte, Sie haben ja recht. Nicht mit Ihnen sprechen. Ich rufe Sie gleich zurück. Herr Sieger, warten Sie. Ich muss jetzt die Polizei rufen. Bitte geben Sie mir noch 5 Minuten, bis der Ihrer hier ist. Ich stehe schon an der vereinbarten Stelle. Tut mir leid, ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir haben schon zu lange gewartet. Nur noch 5 Minuten.
Wir wissen jetzt, wo die Entführer sich versteckt halten. Ich bin überzeugt, dass es so auch das Richtige für Saira ist. Es geht hier um meine Tochter! Ich wollte Sie nur informieren. Ich lege jetzt auf. Gehen Sie schon zu den anderen. Wir treffen uns dann in der Mensa. Darling. Du? Na? Hey. Was ist mit dir passiert? Ganz witzig, oder? Ja. Du siehst fantastisch aus. Ehrlich? Ja, blond steht dir echt gut. Du, sag mal, hast du schon wegen der Rolle für mich gefragt? Sorry, Darling. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber... ich frag gleich mal Fred. Sorry, Darling. Wie es aussieht, sind alle Rollen schon besetzt. Schade. Naja, dann warte ich eben hier auf dich. Hier kannst du aber nicht bleiben, Darling. Wieso denn nicht? Weil sich hier nur die Teilnehmer des Shootings aufhalten dürfen. Aber hier hinten störe ich doch niemanden. Schräg gegenüber gibt es ein kleines Bistro. Da feiern wir gleich, dass ich die Rolle bekommen habe, okay? Na gut, dann warte ich eben dort auf dich. Viel Glück. Danke, Darling. Larissa, kommst du mal kurz? Fred hat extra für dich neu eingeleuchtet. Das ist echt süß von ihm. Ich brauche nämlich weiches Licht. Das bekommst du. Gut. Sag mal. Ich habe die Rolle bekommen, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Du, wir haben übrigens noch eine weibliche Rolle zu besetzen. Nicht ganz so groß wie deiner, aber doch ziemlich anspruchsvoll. Fällt dir da auf die Schnelle jemand ein?
Nein, es tut mir leid. Da fällt mir niemand ein. Du hast dich doch gerade mit dieser Conny unterhalten. Mhm. Also ich fand die beim Casting ganz gut. Fandest du? Nee, ist bloß ein Fan, der mich nachmacht. Hat doch überhaupt kein Talent. Ja? Mhm. Schade. Ich fand, die hätte ganz gut gepasst. Okay. Dann rufe ich eben die Agenturen an. Mensch, Conny. Was ist denn passiert? Ich bin so bescheuert. Also, wenn du es selber sagst, dann will ich dir auch gar nicht widersprechen. Du hattest ja so recht. Diese miese Schlange. Du redest doch jetzt nicht etwa über deine beste Freundin. Von wegen. Weißt du, was sie gesagt hat? Ich würde sie nachahmen. Was bildet sie sich denn ein? Und ich hatte kein Talent. Frechheit. Du hast sie von Anfang an nicht leiden können. Man muss echt blind gewesen sein. Aber weißt du was? Jetzt hat sie es ausgedarlingt. Und jetzt vergessen wir auch diese blöde Larissa. Ich hab Hunger. Ich auch. Kommt mit. Warte mal. Ach, du hast überhaupt keine Ahnung, was hier inzwischen los war. Conny Winkler, hallo? Meinen Sie wirklich mich? Ende April? Ja, das würde gehen. Wahnsinn, vielen Dank. Die bieten mir jetzt doch die Rolle an. Gratuliere. Und was ist mit Larissa? Echt? Dann werde ich sie gleich mal anrufen. Tschüss. Larissa ist beim Fotoshooting umgekippt. Was Schlimmes? Naja, sie hat wohl eine Essstörung. Aber das hat Zeit bis nachher, Darling. Nein, hat es nicht. Spinner. Und du isst jetzt wieder normal? Das wirst du gleich sehen. Die Polizei hat sich gerade gemeldet. Saira, Lilly und Eugen müssen jeden Moment hier sein. Oh, Gott sei Dank. Haben die auch was über diese Verbrecher gesagt? Ja, diesen Paulik haben sie noch im Wald erwischt. Und der andere ist vor 10 Minuten am Flughafen festgenommen worden. Das Geld hatte er dabei. Saira! Papa! Ach. Na, ihr zwei. Schön, dass ihr wieder da seid. Hm? Ist alles okay mit dir? Ja, geht schon. Aber ich weiß echt nicht, was passiert wäre, wenn Lilly und Eugen nicht gekommen wären. Ich habe Eugen nur geholfen. Er hat nämlich rausgefunden, wo Saira versteckt war. Sie haben ja recht. Es war ein unverzeihlicher Fehler, die Polizei nicht sofort einzuschalten. Den Direktor trifft keine Schuld. Ich habe ihn dringend darum gebeten, aus Angst um meine Tochter. Mit diesen beiden hier habe ich allerdings nicht gerechnet. Ich weiß wirklich nicht, wie ich euch danken soll. Na ja, also, Sie können uns ja gerne das Geld geben. Entschuldigung. Übrigens, über euren Alleingang reden wir noch. Das mit dem Geld ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wie wär's zum Beispiel mit einer Kletterwand für eure Schule? Oh ja! Und die nennen wir dann den Lilly-Eugen-Gipfel. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein? Annika meinte, dass du was vielleicht... Was hat Annika gesagt? Dass du vielleicht ein bisschen traurig wärst, wenn du nicht heute italienisch essen gehen würdest. Haben Sie den beiden Alkohol serviert? Nein, natürlich nicht. Oh. Warum schwankt er denn so? Ich glaube, die ist total besoffen. Wir kämpfen der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.